Hallo, ich bin Kiri. Vor vielen Jahren bin ich ganz alleine nach Norwegen ausgewandert. Und diese Entscheidung hat mein Leben für immer verändert. In diesem Video erfahrt ihr, was mir dabei geholfen hat, die norwegische Sprache schnell zu lernen. Und ich gebe auch noch weitere Tipps zum Sprachenlernen. Ich erzähle davon, wie die erste Zeit so war. Von Einsamkeit, Heimweh, Dunkelheit und was mir besonders schwer gefallen ist. Ihr erfahrt, was mir dabei geholfen hat, mich besser zu fühlen. Wie ich dann in mir selbst ankommen durfte und auch in dem neuen Land. Ich gebe euch auch noch Tipps zum Thema Auswandern, falls ihr auch vorhabt auszuwandern, nach Skandinavien oder auch ganz woanders hin. Am Ende des Videos erzähle ich euch dann, warum ich denn in Norwegen geblieben bin und noch immer hier lebe. Als ich in Norwegen angekommen bin, da habe ich mich doch sehr alleine gefühlt. Eigentlich sollte man ja meinen, wenn man so einen Lebenstraum erfüllt, dass man dann so einfach voller Freude ist. Und ich hatte es auch irgendwie eher gedacht, dass das Gefühl vielleicht so sein würde. Aber es war gar nicht so. Ich war auf einmal wie geschockt, dass ich plötzlich irgendwie ganz alleine in einem mir fremden Land war. Ich war ja nur erst einmal ganz kurz in Norwegen gewesen, kurz vorher, also einen Monat bevor ich nach Norwegen ausgewandert bin, war ich dort, um wenigstens die Familie kurz kennenzulernen und den Ort, wo ich sein würde. Das waren aber nur ein paar Tage. Und jetzt war ich da und es war alles ganz anders. Es war ja mittlerweile Herbst. Und das hat mich auch erstaunt, weil in Deutschland war noch gar kein Herbst, als ich losgefahren bin. Und in Norwegen war aber schon richtig Herbst. Da habe ich erstmal den Unterschied gespürt. Es hat geregnet, als ich ankam. Und dieser Regen wollte überhaupt nicht wieder aufhören, die ersten Wochen. Es war neblig und verhangen und ich habe auf einmal gemerkt, wie das Wetter so eine große Rolle spielt und was das mit mir macht, so auch gefühlsmäßig. Und mir war einfach alles fremd. Ich fühlte mich sehr, sehr alleine und einsam. Ich war zwar in einer Familie und habe dort auf die Kinder aufgepasst, aber es war so, die waren sehr nett, aber haben mich eigentlich nicht integriert in ihr Familienleben. Und ich fühlte mich schon sehr alleine. Das war nicht einfach. Plötzlich haben mir meine Eltern, meine Familie so sehr gefehlt. Ich hätte es nicht gedacht, dass mich das so hart treffen würde. Meine Freundinnen und Freunde aus Deutschland habe ich natürlich auch ganz doll vermisst und es war so komisch, an einem Ort zu sein, wo ich einfach niemanden kannte. Das war schon heftig. Und ich muss zugeben, da habe ich oft geweint und mich gefragt, was ich denn hier überhaupt mache und ob das die richtige Entscheidung war. Das darf man einfach nicht unterschätzen, wenn man alleine in ein anderes Land geht, wo man niemanden kennt. Wie sehr einem dann Familie und Freunde fehlen, das wird einem dann erst richtig bewusst, wie wertvoll diese Menschen für einen sind. Und wie schwierig dieser Übergang sein kann, so ganz alleine zu sein
ohne die Sprache zu können, das ist schon die größte Hürde am Anfang, würde ich sagen. Wie man diese Hürde gut meistern kann, das erfahrt ihr auch in diesem Video. Also ich bin ja im Herbst ausgewandert und ich würde sagen, ich würde es niemandem empfehlen, im Herbst nach Skandinavien auszuwandern, weil da geht man einfach mitten in diese dunkle Jahreszeit rein. Und auch wenn der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel nach Südnorwegen geht, ist der Unterschied nicht so riesig groß. Aber es ist schon ein Unterschied. Es ist viel eher Herbst und wenn man alleine ist, dann nimmt man das auch sowieso noch viel stärker wahr. Dann trübt natürlich so viel Regen die Stimmung nochmal und dann kann man ja auch nicht so viel unternehmen. Und es ist einfach die Dunkelheit. Die Tage werden jeden Tag kürzer und das ist so stark spürbar. Ich muss wirklich zugeben, das war in der ersten Zeit nicht so leicht auszuhalten, diese Dunkelheit, weil ich war sowieso nicht so gut drauf, der Anfang war nicht so ganz einfach und ich habe meine liebsten Menschen vermisst und dazu dann diese Dunkelheit, das war nicht so einfach. Als dann endlich der Frühling kam, da fühlte sich schon alles viel besser an, aber bis dahin war ja noch eine lange Zeit. Doch ich habe etwas gefunden, was mir dabei geholfen hat, mich besser zu fühlen, und ich habe auch Kontakte gefunden. Die erste Zeit war es schon sehr schwer. Aber trotz allem habe ich immer gefühlt, dass ich mich in Norwegen wohlfühle und auch auf eine Art zu Hause fühle. Auch wenn ich starkes Heimweh hatte, aber das war ja mehr nach den Menschen und nicht nach Deutschland. Einmal in der Woche habe ich mich immer zum Telefonieren verabredet mit meinen liebsten Menschen. Damals gab es ja noch keine Handys und das Telefonieren war sehr teuer. Und darum mussten wir das auf einmal in der Woche begrenzen. Aber das war dann auch schön. Und ich habe auch mal Besuch bekommen. Das war auch immer sehr, sehr schön. Auch wenn sie mir da natürlich dann immer noch ein bisschen extra gefehlt haben, der Abschied immer schwer fiel, wenn sie gefahren sind. Aber es war schon sehr wichtig, dass wir uns zwischendurch mal gesehen haben. So, was hat mir aber mit meinem Heimweh geholfen, gerade in der ersten Zeit oder eigentlich die ganze Zeit? Das war meine Verbindung zur Natur. Ich bin einfach immer, wenn ich konnte, ja in den Wald gegangen oder an den See. Ich wohnte zum Glück direkt an einem Wald und auch ganz nah an einem See. Und da habe ich viel Zeit verbracht, wann immer ich konnte. Ich habe festgestellt, dass Bäume ganz wunderbare Freunde sein können. Ich hatte schon immer einen sehr guten Zugang zu Bäumen. Und jetzt hat mir das nochmal richtig Trost und Kraft gegeben. Ich hatte ja sonst niemanden, den ich so in den Arm nehmen konnte. Und dann habe ich einmal so am See an einer Kiefer gestanden. Und dann habe ich mich an den Baum gelehnt und den Baum im Arm gehalten. Und da habe ich so eine Geborgenheit und Freundschaft gespürt. Und dieser Kontakt zur Natur ist immer intensiver geworden. Und die Bäume sind anfangs dann meine besten Freunde geworden. Und das hat richtig geholfen. Immer wenn ich intensiv Zeit in der Natur verbracht habe, dann ging es mir viel besser und ich habe nicht nur zurück zur Natur gefunden,
sondern auch zurück zu mir. Da war es wieder, das Gefühl, was ich immer in den Sommerurlauben in Schweden hatte. Es war wieder da. Das Gefühl, dass ich ganz bei mir bin, wenn ich alleine in der Natur bin. Und dann konnte ich endlich ganz einsteigen und mich auf das Abenteuer, alleine nach Norwegen auszuwandern, einzulassen. Ich habe unheimlich viel Zeit im Wald verbracht und habe das sehr, sehr genossen. In Norwegen gibt es viele tolle Wanderwege, die gekennzeichnet sind. So durch Farben an Bäumen oder Felsen. Und so kann man ganz viele tolle Naturgebiete ganz sicher erkunden, ohne sich zu verlaufen. Und dann war es natürlich aber auch an der Zeit, andere Menschen kennenzulernen und dann auch noch die Sprache besser zu können, denn das war nun sehr wichtig. Wo war nun dieser Weg zu den anderen Menschen? Ich habe ja einen Sprachkurs besucht, um Norwegisch zu lernen. Und in dem Sprachkurs, da habe ich dann auch andere Deutsche kennengelernt, zwei andere junge Frauen. Und das war natürlich schon mal toll, zu anderen Deutschen Kontakt zu haben, die in der gleichen Situation waren wie ich. Das hat mir sehr geholfen, auch nochmal mein Heimweh zu überwinden und mich da noch mehr wohlzufühlen. Aber ich wollte natürlich auch Kontakt zu anderen Norwegern, weil ich eben auch die Sprache lernen wollte und ich wusste, das gelingt mir am besten durch ganz viel Sprechen. Und nicht nur, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, sondern auch in meiner Freizeit. Und da habe ich gedacht, was macht mir Spaß? Wie kann ich mich mit anderen Menschen verbinden? Und ich habe schon immer gern gesungen und habe auch früher schon eigentlich immer im Chor gesungen. Und dann dachte ich mir, da fange ich doch mal in einem Chor an, wo Menschen sind in meinem Alter. So ein Chor habe ich dann gefunden und das war dann richtig toll. Darüber habe ich dann sehr viele richtig nette Menschen kennengelernt. Und ich konnte mich dadurch dann viel mehr in die norwegische Kultur einfühlen und einleben. Und meine Sprachkenntnisse, die haben sich rasant verbessert. Wir sind mit dem Chor mehrmals auf Tournee gegangen und das war dann so gut, weil ich dann ja sozusagen Tag und Nacht Norwegisch gesprochen habe. Und immer wenn ich von solchen Tourneen oder auch Ausflüge haben wir gemacht. Wenn ich da wiederkam, dann habe ich nochmal gemerkt, ich hatte so einen richtigen Sprachboost und mein Norwegisch wurde einfach immer, immer besser. Und dadurch habe ich mich auch immer wohler gefühlt. Die Sprache ist einfach ein Schlüssel, um sich in einem neuen Land aufgehoben zu fühlen und sich integrieren zu können.
Mein Tipp für dich, wenn du auswandern willst oder vielleicht auch gerade ausgewandert bist. Guck, was dir Spaß macht, ob es Sport ist oder Musik, irgendetwas, wo du dich mit anderen Menschen verbinden kannst, in einem Verein oder auch freiwillige Arbeit ist sehr gerne gesehen in Norwegen. Und so kann man sich mit anderen Menschen verbinden und neue Freundschaften schließen und dabei dann auch sehr gut die norwegische Sprache lernen. Und da kann ich nur den Tipp geben, von Anfang an immer gleich Norwegisch sprechen. Auch wenn die Leute vielleicht Deutsch können oder Englisch können, mit denen du zusammen bist. Sprich drauf los Norwegisch, egal wie viel du kannst. Das habe ich auch gemacht. Ich konnte ja nur ein paar Brocken Schwedisch und ich habe einfach drauf losgesprochen. Auch wenn es falsch war am Anfang, ist egal. Man lernt einfach jeden Tag dazu. Was hat mir sonst noch mit dem Norwegisch geholfen, ganz am Anfang, als ich diesen Kontakt noch nicht hatte? Ganz am Anfang habe ich mit Ronja Räubertochter Norwegisch gelernt. Dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Also ich habe ja mit den Kindern gearbeitet, ich habe ja auf Kinder aufgepasst und mit denen musste ich natürlich Norwegisch sprechen. Und deswegen war es so enorm wichtig, dass ich jeden Tag dazu gelernt habe. Ich habe mit den Kindern gemeinsam gelernt. Wir haben zusammen das norwegische Kinderfernsehen geguckt. Da habe ich richtig viel gelernt. Und wir haben Kinderbücher zusammen gelesen. Und die Kinder haben mir erklärt, was auf den Bildern zu sehen war. Ich habe das nachgesprochen. Also Kinder sind da richtig gute Lehrer. Aber auch wenn man keine Kinder hat oder nicht mit Kindern zusammen ist, kann man wirklich sehr gut Norwegisch lernen oder auch eine andere Sprache durch das Kinderfernsehen oder Kinderbücher, weil das eben eine sehr einfache Sprache ist und das ist gerade am Anfang viel leichter zu verstehen. Und da kann man sehr gut lernen. Und jetzt erzähle ich euch, wie ich mit Ronja Räubertochter Norwegisch gelernt habe. Die Tonqualität ist leider etwas leise, deswegen habe ich Text runtergelegt. Mit diesen beiden Büchern habe ich Norwegisch gelernt. Damals. Ronja Räubertochter auf Deutsch und Ronja Räubertochter auf Norwegisch, på norsk. Ich habe immer eine Seite auf Norwegisch gelesen, auch wenn ich gar nichts verstanden habe am Anfang. Aber so ein bisschen konnte ich ja erahnen, worum es geht. Und dann habe ich genau dieselbe Seite auf Deutsch gelesen in dem Buch. Und immer so weiter. Eine Seite auf Norwegisch, eine Seite auf Deutsch. Und dann habe ich dann das dann gesteigert, zwei oder drei oder mehr Seiten und dann wieder das Ganze auf Deutsch gelesen. Und dann habe ich mir auch oft Wörter rausgeschrieben, um die noch besser zu lernen. Das ging super. Ihr müsst ja nicht mit Ronja Räubertochter lernen, aber vielleicht gibt es ein anderes Buch, was vielleicht euer Lieblingsbuch ist, aber ich empfehle auf jeden Fall, ein Kinderbuch zu nehmen, denn dort ist die Sprache etwas einfacher. Ich hatte dann sogar noch einmal die Gelegenheit, mit Ronja Räubertochter zu lernen. Noch zweimal. Nämlich einmal kam der Kinofilm zu der Zeit gerade im Kino, Ronja Räubertochter. Und den habe ich mir dann natürlich angeguckt, zusammen mit dem ältesten Jungen, auf dem ich aufgepasst habe. Und dann kam Ronja Räubertochter, also Ronja Räubertochter, auch noch als Theaterstück, kurze Zeit später. Und das haben wir uns dann auch zusammen angeguckt. Und der Junge war total begeistert und hat ganz tolle Bilder dazu gemalt. Und ich habe auf die Art und Weise nochmal mit Ronja Räubertochter Norwegisch gelernt. Ich habe auch eine ganze Zeit einen Sprachkurs besucht, was sehr nützlich war. Und ansonsten habe ich jeden Tag Zeitung gelesen und versucht, etwas zu verstehen. Und die Wörter, die ich nicht verstanden habe, die habe ich mir dann rausgeschrieben. Und ich habe somit jeden Tag Vokabeln gelernt. Das, was ich sonst früher in der Schule immer gehasst habe, habe ich jetzt als sehr nützlich empfunden.
Der Winter in meinem ersten Jahr in Norwegen war sehr mild. Selbst im Dezember war immer noch kein Schnee, was ich richtig traurig fand. Denn gerade im Dezember will man ja Schnee haben. Aber dann war es soweit. Endlich Winter mit Schnee. Wir konnten im Schnee spielen und Schneemänner bauen und Schlitten fahren und Skifahren. Zum ersten Mal habe ich auf Skiern gestanden. Das war sehr lustig. Ja, der norwegische Winter hat mir richtig gut gefallen. Aber es war dann auch sehr schön, als der Frühling gekommen ist und die Tage immer heller wurden. Ich habe diese Freiheit so sehr genossen, die nun wieder da war. Ich hatte ja kein Auto und endlich konnte ich wieder überall hinkommen mit dem Fahrrad und zu Fuß und im Wald sein. Und wieder noch einmal konnte ich merken, wie stark das Wetter einen so beeinflusst im täglichen Leben. Das merkt man in Norwegen noch viel stärker als in Deutschland oder wenn man in der Stadt lebt. Als der Frühling da war, war ich dann ja schon ungefähr ein halbes Jahr in Norwegen und habe mich inzwischen so richtig wohl gefühlt und Heimweh hatte ich auch nicht mehr. Ich habe es einfach nur geliebt, in Norwegen zu sein. Den Sommer habe ich ganz besonders genossen mit den langen Sommerabenden, wo bis abends um 11 Uhr die Sonne scheint. Und an warmen Sommerabenden kann man dann sogar noch abends im See schwimmen. Das ist einfach wunder, wunderschön. Und jetzt, wo der Sommer da war und ich auch ein paar Wochen frei hatte, hatte ich dann endlich Zeit, ein bisschen zu reisen und Norwegen wirklich zu entdecken, die Fjorde und die Berge. Norwegen ist einfach fantastisch. Ich finde, es gibt kein schöneres Land auf der ganzen Welt und kein Land, was einfach so viel zu bieten hat, so viel unterschiedliche Landschaft. Und es ist so schön, überall da, wo es noch nicht verbaut ist, was leider mittlerweile an vielen Orten der Fall ist, aber überall da, wo Natur ist, ist es einfach atemberaubend schön. Ja, und jetzt komme ich auch langsam zum Ende dieses Videos. Aber zuerst habe ich noch mal ein paar Tipps für euch. Also für euch, die ihr vielleicht auch plant, auszuwandern nach Norwegen oder nach Schweden oder überhaupt in ein anderes Land. Und zwar zum Thema Sprache lernen. Ja, ich habe ja erzählt, dass ich in einem Chor angefangen hatte zu singen und dadurch viele Menschen kennengelernt habe. Über das Singen habe ich dann auch noch mal die Sprache ganz besonders gut gelernt. Also beim Singen lernt man es einfach automatisch und wer gerne singt, weiß auch, Singen macht außerdem glücklich. Was ich euch noch gerne empfehlen möchte, ist auf jeden Fall Norwegisch schon vorher zu lernen, bevor ihr auswandert. Und da gibt es ja heutzutage so tolle Möglichkeiten im Internet. Das ist ein absoluter Vorteil, wenn man die Sprache schon kann, wenn man kommt. Das ist ganz klar. Und es kommt ja auch darauf an, in welchem Beruf du arbeitest. Und einige Berufe setzen ja auch die Sprachkenntnisse voraus.
In einigen Berufen kann man das ja auch auf Englisch gut machen in Norwegen, aber das kann ich immer nicht empfehlen, weil man, wenn man damit erst anfängt, dann bleibt man gerne damit hängen. Da kenne ich einige Leute. Und deswegen ist es besser, gleich von Anfang an Norwegisch zu sprechen, so viel wie möglich. Außerdem keine Angst, Norwegisch ist eine sehr einfache Sprache für uns Deutsche, die dem Deutschen ähnlich ist und sie hat eine sehr einfache Grammatik. In meinem ersten Jahr war ich in Südnorwegen und jetzt wohne ich auch wieder in Südnorwegen. Zwischendurch habe ich auch mal woanders gelebt in Norwegen. Und mir gefällt es aber in Südnorwegen am allerbesten. Hier fühle ich mich richtig zu Hause. Es ist so wunderschön. Vor 16 Jahren ist jedenfalls der Traum wahr geworden von unserem eigenen Haus am See, mitten in der Natur. Bis dahin war es ein weiter Weg. Jetzt erzähle ich euch erstmal, warum ich nach dem ersten Jahr in Norwegen geblieben bin. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Es war tatsächlich meine Liebe zum Land. Ich hatte hier ein ganz neues Lebensgefühl und fühlte mich einfach zu Hause. Aber es gab da noch ein kleines Problem. Also mir war in meiner Zeit in Norwegen in dem ersten Jahr ziemlich schnell klar, dass ich in Norwegen bleiben wollte. Aber ich wusste nicht wie. Es gab ja eigentlich gar keine Möglichkeit dazu. Weil damals war es noch so, dass Norwegen noch nicht die sogenannte EØS-Aftale hatte. Ich glaube, auf Deutsch ist das das Schengener Abkommen. Also das Abkommen mit der EU, die Verträge mit der EU. Und so war es, dass nur die Menschen, die also eine ganz besondere Genehmigung hatten, überhaupt in Norwegen wohnen und arbeiten durften. Ich habe ja in einer Familie gearbeitet, dafür gab es dann eine Ausnahme. Also alles andere, dafür brauchte man eine Sondergenehmigung. Die Stelle musste als erstes auf dem norwegischen Markt ausgeschrieben sein. Und wenn sie keinen Norweger gefunden haben und wenn du ganz besonders qualifiziert warst für diese eine Stelle, nur dann hast du die Chance gehabt, diese Stelle zu bekommen. Wie es dann wirklich dazu gekommen ist, dass ich tatsächlich in Norwegen bleiben durfte, das erzähle ich euch im nächsten Video. Einen kleinen Cliffhanger. Aber ich verrate euch schon so viel. Ich bin also erstmal wieder zurück nach Deutschland gegangen, aber nur für eine kurze Zeit. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Monate. Und dann durfte ich zurück nach Norwegen. Und da bin ich dann richtig ausgewandert für unbestimmte Zeit. Und wie ich das geschafft habe, wie es dazu gekommen ist, dass ich da auswandern konnte, obwohl es ja eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht möglich war, beziehungsweise sehr schwierig war. Das erzähle ich euch dann im nächsten Video, weil dieses Video ist jetzt schon so lang und das würde den Rahmen jetzt sprengen. Also bleibt dran!